Ist doch alles Käse, sagen viele. Nein, Käse ist eben nicht gleich Käse. Bei diesem Ziegenkäse-Brotaufstrich aus dem Discounter sollten vor allem Allergiker zweimal hinschauen. Er besteht nämlich nur zu 5% aus Ziegenfrischkäse. Der Rest der Mogelpackung besteht vor allem aus Frischkäse aus Kuhmilch. Doch es geht auch unverfälschter. Zum Beispiel auf dem Hof von Nilgen Schmitz in Korschenbruch. Schon seit einigen Jahren verarbeitet der Landwirt in der eigenen Käserei seine frisch gemolkene Ziegenmilch weiter. Die rund 40 Tiere geben nicht das ganze Jahr über Milch, deswegen kann auch nicht durchgehend produziert werden. Anders beim Industriekäse. Einige Hersteller stellen sogar sogenannten Analogkäse her. Das ist Käse, der keinerlei Milch beinhaltet und der auch keinen Reifeprozess benötigt. Nicht im Supermarkt, wohl aber im Gastronomiebereich gibt's diesen Kunstkäse. Eben weil er kostengünstiger ist. Dieser Käse ist kein Käse, definitiv kein Käse. Analogkäse ist wirklich künstlich hergestellt und hat ein bisschen Milchpulver mit drin, wird aber überwiegend aus Pflanzenfett und aus Palmöl produziert. Darf sich auch Gott sei Dank nicht mehr Käse nennen. Hier gibt's keinen gefälschten Käse. Die Stammkunden im Käselädchen in Korschenbruch geben sich schon lange nicht mal mehr mit Discounterkäse zufrieden. Sie wollen mehr. Der Rohmilchkäse, der hier angeboten wird, wird noch traditionell hergestellt und von Großhändlern aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Schweiz und natürlich aus den Niederlanden geliefert. Wer sich hier mal durchprobiert, wird den Unterschied zu normalem Käse merken. Vor allem ist er teurer als im Supermarkt. Warum er besser schmeckt, weiß die Käsefachfrau Christa Weger. Ja, unter Rohmilchkäse können sich Käse aus einer nicht so hoch erhitzten Milch vorstellen, dass die Keime, die natürlichen Keime der Milch erhalten bleiben. So, und das wirkt ganz einfach, dass der Käse sich beim Reifen ganz anders verhält. Die Keime bewirken, dass der Käse wirklich weiter lebt. Das ist jetzt ein gereifter Brie. Der entwickelt sich wunderbar, der ist weiß, der wird cremiger. So, und wenn wir das gleich jetzt in einer jüngeren Form nehmen, dann kann man sehen, dass der eben noch ein bisschen bröckelig ist. So, und das ist beide Male Rohmilch. Die Kunden wissen ganz genau, was sie wollen. Wenn sie reinkommen, sagen die meisten nur, so wie immer. Einmal wie immer. Ja, wie immer. Wie immer ist frischer Gouda am Stück. Weil also wir kochen auch immer frisch, nicht aus der Dose. Deswegen auch Käse frisch. Vom Fachgeschäft. Die Herstellung vom Schummelkäse bringt diese Käsefreunde natürlich auf die Palme. Vor allem, weil auch sie nicht den Unterschied zu herkömmlichen Käse schmecken können. Man kann geschmacklich nicht feststellen, ist es jetzt wirklich Käse oder ist es kein Käse. Also auch Sie als Fachmann? Nein, der Geschmack ist nicht außergewöhnlich. Also der schmeckt, wie eben Käse schmeckt, der nicht handwerklich oder bäuerlich produziert wurde. Verbraucher, die nicht auf diesen Imitatkäse hereinfallen wollen, sollten die Inhaltsstoffe genau prüfen, auch wenn sie im Restaurant etwas Überbackenes essen.